So Leute, damit herzlich willkommen zu dieser Tierlist, die ich für euch erstelle in Overwatch 2. Ich bin ja mittlerweile ein richtiger Profi in Overwatch. Stop the cap! Und ich habe auch des Weiteren, wie in den letzten Parts, wieder wie immer für euch mies recherchiert. Ich habe mies recherchiert, glaubt es mir. Wenn ich sage, ich habe recherchiert, ich bin ein Freak. Und deswegen habe ich hier für euch eine Tierlist in Overwatch 2. Wir haben hier die verschiedenen Tiers. Und nur weil ein Charakter jetzt im C-Tier drin ist, heißt jetzt nicht, dass er nicht funktionieren kann. Sogar ein Charakter in Schmutztier kann ganz gut funktionieren, wenn man diesen Charakter nun mal sehr, sehr, sehr gut spielen kann. Das ist logisch. Ja, dann fangen wir doch direkt mal an. Nämlich haben wir hier zum einen D.Va, mit der wir anfangen. D.Va, ganz klares Ding. Hau mal hier hoch in S-Tier. D.Va bringt einfach absolut alles mit. Wirklich ein sehr, sehr starker Gegner, den man gut defensiv und offensiv nutzen kann. Klares S-Tier hier. Ich werde nicht zu viel zu den Charakteren sagen, weil, na, sonst geht das Video einfach 10.000 Jahre lang. Dann haben wir hier Wrecking Ball. Wrecking Ball ist meiner Meinung nach sehr unterschätzter Tank. Er ist nicht der Beste, er bringt nicht viel krassen Peel fürs Team mit, aber dafür bringt er eine enorme Tankiness mit und kann ordentlich hinten, sage ich mal, in den hinteren Reihen gut abräumen. Deswegen gebe ich dem Bre ein solides B-Tier, Digga. Orisa wiederum. Orisa, absolut strong diese Season, wirklich super, super stark. Pack mal direkt rein in A-Tier. S-Tier würde ich dir nicht packen, aber ein sehr solides A-Tier. Reinhardt, weiß ich, fühlt sich manchmal richtig overpowered an tatsächlich, aber er braucht eine passende Team-Kombo, dass er gut funktioniert. In loweren Elos kann er auch gut zerreißen auf jeden Fall. Das spüre ich teilweise auch selber, ne? Wenn der Typ einfach draufhaut, der macht Damage auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man braucht ein gutes Team, um mit ihm zu spielen, und kann auch solo nicht so krass carryen wie zum Beispiel mit einer D.Va jetzt aktuell. Deswegen würde ich Reinhardt auf jeden Fall, ich würde ihn nicht zu A-Tier packen, aber ich würde ihn auch auf ein solides A-Tier auf ein solides B-Tier hochsetzen, was auch schon ziemlich, ziemlich stark ist, finde ich. Rotok hat sich am Anfang tatsächlich von Overwatch 2 ziemlich overpowered angefühlt, aber je länger man gegen ihn gespielt hat, desto einfacher, finde ich, wurde es einfach mit ihm. Also deswegen würde ich den Bre Rotok tatsächlich auf C setzen, weil wenn dieser Typ seinen Hook nicht hittet, dann ist er praktisch useless. Und der Hook ist eigentlich ziemlich gut zu readen, sag ich mal, weil größtenteils weißt du schon, wenn ein Rotok auf dich zukommt, der wird versuchen zu hooken. Das Game ist gerade sehr, sehr schnell, deswegen ist es doch nicht so einfach, tatsächlich die Hooks auch zu hitten. Deswegen habe ich ihn hier auf C-Tier gepackt. Ja. Gibt gerade viel stärkere Tanks. Wie zum Beispiel Zarya. S-Tier auf jeden Fall. 10 von 10 dieser Charakter. Wirklich ultra strong der Charakter. Wirklich sehr, sehr stark mit den Bubbles. Hält viel aus. Kann ordentlich was austeilen. Und mit der Ultimate wirklich ein sehr starker Teamplayer. Winston aktuell auch sehr, sehr stark. Würde ich in A-Tier packen. Warum Winston, sagt euch jetzt. Winston, wie gesagt, es ist ein schnelles, vibrantes Spiel aktuell. Wirklich schnelle Charakter sind gut. Backline-Diven ist umso effizienter geworden mittlerweile, weil ihr habt nicht mehr so viel Peel im Gegnerteam. Das heißt, ihr könnt da wirklich reinjumpen und die Charakter wie Hanzo oder eine Widowmaker sehr gut bestrafen. Ja, dann haben wir Sigma. Sigma auch sehr strong, würde ich auch in A-Tier reinpacken. Sigma auch, finde ich, ein bisschen besser als Reinhardt, weil Sigma hat das, was Reinhardt hat mit seiner Barriere, nur halt, dass er sie aus der Entfernung setzen kann und noch währenddessen schießen und Fähigkeiten benutzen kann. Klar, die Barriere ist jetzt nicht so chunky wie Reinhardt seine, aber er ist trotzdem, overall bringt er einfach, finde ich, mehr mit als Reinhardt aktuell. Doomfist, absolut Schmutz, empfehle ich keinem von euch. Wirklich sehr, sehr schwacher Charakter aktuell. Würde ich keinem von euch empfehlen zu spielen. Bastion dachte ich am Anfang, mies overpowered. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass Bastion aktuell nicht wirklich stark ist. Ich würde ihn in C-Tier packen. Die Ulti ist tatsächlich, wenn du recht mobil bist, sehr einfach zu dodgen von ihm. Und ansonsten seine Turret-Form, ja, ist ganz strong. Er hat einen richtig großen Body, das heißt, er kann auch gut gehittet werden. Und overall, die Granate ist jetzt auch nicht so super strong. Auf jeden Fall ein C-Tier. McCree würde ich ein bisschen besser einranken tatsächlich. Bringt einfach ein bisschen mehr mit. Aber höher als B-Tier sehe ich den Bre auch nicht. Ashe sehe ich auch ungefähr auf dem Level von McCree. Naja, wobei, ich packe sie in A-Tier rein, weil die Utility, die sie mitbringt mit ihrer Ultimate, quasi einen sechsten Spieler dazu zu bekommen, ist wirklich super nice.
mit der Ultimate. Des Weiteren mit dem Dynamit hat man wirklich gute Möglichkeiten, Tanks gut runter zu shredden. Und man kann sehr gut mit der flanken. Wie gesagt, Bob auch wirklich sehr, sehr stark aktuell. Echo finde ich tatsächlich auch ganz stark. Ziemlich underrateder Charakter. Einfach der Fakt, dass du halt wirklich mit der Ultimate theoretisch eine Zarya aus dem Team kopieren kannst. Und dann habt ihr irgendwie 3 Tanks im Team kurze Zeit. Und auch die Ultimates von denen klauen kannst. Ist ziemlich nice. In den guten Händen, glaube ich, kann sie richtig gut abrasieren. Ich würde sie irgendwie zwischen A und B setzen. Ich sehe sie nicht ganz in A, aber ich sehe sie auch ein bisschen stärker als B. Deswegen packe ich die einfach mal hier so an die Spitze mäßig. Übrigens auch diese Anordnung hat hier nichts zu bedeuten. Dass jetzt Winston stärker als Orisa ist oder sie stärker als sie ist. Das hat nichts zu bedeuten. Ich packe sie einfach mal hier so hin, aber bei ihr machen wir es so, dass sie halt einfach dazwischen steht. Genji, definitiv S-Tier-Charakter. Super strong aktuell. Auf Konsole sehe ich das jetzt nicht so ähnlich, weil du brauchst ein krankes Movement, wenn du es kannst. GG, perfekt. Wenn nicht, auf PC deutlich stärker der Bree. Absolut stark. Wie bei Winston auch der ähnliche Grund. Du kannst gut in die Backline diven und hast wenige Tanks wie in der Season davor, die dich abfacken können. Hanzo, ganz nice. Gibt aktuell Stärkeres. Ich würde den Bree tatsächlich in B packen, weil einfach die Fähigkeit mit einem Headshot einfach einen Gegner zu one-hitten ist schon ziemlich gut. Plus die Mobility mit seinem Walljump ist auch ganz nice. Ich sehe ihn auf jeden Fall besser als Bastion, deswegen packe ich ihn hier in B rein. Junkrat leider derzeit auch nicht so krass. Würde ich in C reinhauen. Seine Ultimate ist ganz cool, aber ja, die Granaten sind jetzt nicht so der Banger. Die Trap ist ganz nice und ist C4, aber das war's dann auch schon. Mei. Boah, Mei würde ich tatsächlich sehr gerne in Schmutz tatsächlich reinpacken, aber wenn sie halt wegen ihrer Wand bietet sie halt doch irgendetwas, was ziemlich nice ist fürs Team, deswegen packe ich sie auch in C-Tier rein. Der Fakt, dass sie halt nicht mehr einfrieren kann, ist jetzt nicht so das Beste. Pharah tatsächlich würde ich auch in C-Tier reinpacken. Ist auch wieder ein sehr situational Character, aber ja, ist halt nicht so strong aktuell. Ne? Ist sehr teambedingt, finde ich. Reaper wiederum, solides A-Tier, ne? Mit der Tankmeter ist es ziemlich wichtig aktuell, dass man Tanks gut shredden kann und das kann halt ein Reaper ziemlich nice. Soljan definitiv S, absolut strong. Ihr Sekundärschuss, ne? Mit der kannst du einfach Gegner one-shotten mit einem Headshot. Plus die Granate ist absolut ekelhaft, deckt eine riesengroße Fläche ab und macht enormen Schaden. Dann das Sliden ist sehr gut für die Mobility, kannst damit sehr gut kiten und sehr gut flanken. Plus die Ultimate, die sie hat. Du hast damit einfach so viele One-Shots, wenn du wirklich jeden Schuss davon triffst, als einen Headshot. Es ist einfach nur insane, wie stark sie wirklich sein kann in den richtigen Händen. Soldier, nicht so stark aktuell, würde ich im B packen, ist ganz okay. Kann man auf jeden Fall spielen. Soldier ist einfach, finde ich, besserer Soldier. Soldier, wenn du nicht allzu gut aimen kannst, würde ich dir Soldier empfehlen. Wenn du richtig krass aimen kannst mit einzelnen Schüssen, gehst du für Soldier, was auch nice ist. Unsere Sis Sombra, packt mal hier ganz nach oben. Auch definitiv ein S-Tier mit einer EMP, 40% Damage. Plus eben das Hacken in der Unsichtbarkeit, ziemlich stark. Overall ein super krasser Charakter. Wenn du Gegner markierst, extra Damage. Richtig, richtig stark auf jeden Fall. Symmetra auch sehr stark. Niedrigeren Elos tatsächlich ziemlich strong. Ich krieg von ihr auch immer wieder mal gut aufs Maul. Aber ich finde die oberen Charakter einfach overall ein bisschen stärker. Deswegen ist Symmetra bei mir hier auch ein solides B-Tier. Ihr seht, in B-Tier sind eigentlich Charakter, die sind schon ordentlich stark trotzdem. Ne? Also, wie gesagt, hier in dieser oberen Hälfte habt ihr wirklich super, super starke Charakter. In C-Tier, das sind halt die Charakter, bei denen man so einige Schwächen wirklich bemerkt. Und wie gesagt, das unten ist einfach nur Schmutz. Torbjörn tatsächlich. Da werden jetzt vielleicht einige mit mir disagreeen. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass Torbjörn aktuell ein solides A-Tier tatsächlich ist, ja. B-Tier, ich schwanke zwischen A und B-Tier, aber ich würde ihn eher in A platzieren. Nicht wegen seinem Turret unbedingt, der Turret ist auch ziemlich nice tatsächlich, aber wegen seiner Molten Core Ultimate, ne. Die ist wirklich so stark, die meltet die Gegner wortwörtlich richtig down, plus ihr könnt damit wirklich viel Gebiet abdecken, was der Gegner dann einfach nicht betreten kann, was sehr, sehr stark ist. Tracer würde ich auch tatsächlich in A-Tier packen. Tracer, ziemlich stark in den guten Händen, kann wie gesagt gut in die Backlines diven und aufgrund davon, dass es halt eben nur noch einen Tank gibt, ist es immer valuable,
in die Backline zu diven, weil du halt nicht viel CC'd werden kannst. In der aktuellen Meta gibt es halt nicht so viel CC und wie gesagt, das Game ist ein bisschen schneller. Deswegen platziere ich sie hier in A-Tier. Genji macht, finde ich, das, was Tracer kann. Nur ein effizienter, sage ich mal. Man kann die jetzt nicht so direkt vergleichen, aber beides sind so mehr so die Backline-Diver. Deswegen solides A-Tier. Widowmaker platziere ich in B. Ist solide, ist gut, um Picks zu machen. Aber höher als B würde ich sie nicht platzieren. Dann kommen wir zu den Healern. Healer aktuell wirklich sehr, sehr strong tatsächlich. Wirklich ziemlich, ziemlich stark. Zenyatta packe ich hier in A rein. Sehr, sehr stark. Kann ordentlich was austeilen. Mit seinem Orb kann er wirklich sehr gut Leute healen. Mit seinem Orb kann er auch wirklich dafür sorgen, dass du dem Gegnerteam wirklich äußerst guten Damage machst tatsächlich. Kommt nicht selten vor, dass du mal Play of the Game als einen Zen hast. Vor allem eine Zenyatta mit einer Kiriko zusammen. Absolut am Durchschredden bist du da. Deswegen würde ich hier Zen in ein solides A-Tier reinplatzieren. Ana für mich ganz klare Sache. S-Tier. S-Tier, weil sie einfach absolut strong ist. Absolut strong. Mit ihren Schüssen kann sie wirklich das eigene Team sehr, sehr effizient und gut heilen. Mit ihrem Sleep Arrow bringt sie sehr viel Utility mit. Aber wovon sie richtig am Profitieren ist, beziehungsweise das Team am Profitieren ist, ist der Nano Boost. Alle Charakter, die ihr hier oben seht, sind absolut busted mit einem Nano Boost. Und wenn man das Team irgendwie pairt, noch zusammen mit einem Lucio oder so, oder mit einem Zen, der während dem Nano Boost auch noch den Carry richtig gut beschützen kann. Imagine, sie macht einen Nano Boost auf einen Genji, der gerade ultet, welcher von einer Zen-Ulti oder von einer Lucio-Ulti begleitet wird. Unaufhaltbar, sage ich euch. Damit schnetzelt ihr durch das gesamte Team. Deswegen ganz klar S-Tier. Wer sagt, dass die... Okay, A ist noch vielleicht debatable, aber wer sagt, dass sie unter A-Tier ist, der... Ja, sollte nochmal über diese Worte nachdenken. Brigitte. Brigitte, ganz nice, ganz cool. Würde ich im B-Tier platzieren. Ist ein starker Healer auf jeden Fall. Gut playable. Hammer coole Plays mit ihr drauf. Man kann mit ihrem Shield Bash einiges machen. Man kann Gegner gut runterschubsen und so. Ist ganz nice auf jeden Fall. Deswegen habe ich sie hier in B platziert. Ne? Ist gut, aber auch nicht zu gut. Baptiste platziere ich auch in A-Tier. Aufgrund seiner Ultimate bringt er halt auch gut Value mit. Dass das eigene Team halt wirklich das gegnerische Team besser bursten kann. Dann dieses Unsterblichkeitsfeld. Ist auch ganz nice. Die Granaten bringen auch gute Value mit zum Healen. Das heißt, ihr könnt einen Triple Burst machen mit eurem Schuss. Healen, Triple Burst, healen, Triple Burst, healen. Und das immer wieder abwechselnd, was ziemlich, ziemlich cool ist. Das heißt, euch fehlt es auch da nicht an Damage. Dann Lucio, auch definitiv S-Tier. Sehr, sehr stark aktuell dieser Lucio. Ultimate bringt viel Utility mit. Euer Overall Heal ist ganz nice. Aber aufgrund davon, dass ihr halt immer einen zweiten Healer dabei habt und ihr einen Charakter insgesamt weniger habt, habt ihr weniger Leute, die ihr healen müsst. Das heißt, dieser eine Healer, zum Beispiel Ana, kann das eigene Team heilen, während Lucio das eigene Team größtenteils jetzt verschnellert, anstelle mehr zu heilen. Wisst ihr, was ich meine? Weil ihr habt weniger Leute, die ihr heilen müsst. Die Anzahl der Healer sind aber gleich geblieben. Das heißt, ihr healt das eigene Team mit dem anderen Healer und mit Lucio größtenteils sorgt ihr dafür, dass das Team vorankommt und schneller ist. Ne? Wenn ihr dann den Heal braucht, dann packt ihr natürlich den Heal aus. Mercy tatsächlich, habe ich am Anfang gedacht, absolut overpowered, wenn der am Ass von dem Tank klebt, aber sie ist sehr, sehr einfach rauszupicken tatsächlich. Plus, sie funktioniert auch nur in gewissen Kombos, finde ich. So zum Beispiel eine Mercy Pharah ist ziemlich nice eigentlich, weil beide halt so in der Luft rumfliegen, aber das Problem ist halt, mehr hat sie nicht zu bieten. Sie healt einfach nur und hier habt ihr halt so viel mehr Utility, ne? Mit Ana, mit Lucio, mit einer Zen Ultimate, mit einem Baptiste Ultimate, Brigitte's Ulti, selbst die hat nochmal mehr zu bringen. Deswegen würde ich sie hier gerade in C-Tier platzieren. Ist ganz nett zu spielen. Moira hingegen auch ziemlich strong. Kann einige Sachen, sag ich mal, wegfetzen. Ich würde sie gerne in A-Tier platzieren, aber die Charakter in A-Tier sind, finde ich, immer noch ein bisschen besser. Weswegen ich sie vielleicht hier dazwischen platzieren würde. Und overall, ich würde sie in B platzieren, aber definitiv höher als Brigitte. Und wie gesagt, B-Tier overall ist ja ein sehr solides Tier. Heißt nicht, dass sie schlecht ist, das heißt, sie ist super gut spielbar. Zum Thema Junkerqueen und Kiriko. Kiriko würde ich in S-Tier auch platzieren, weil sie auch sehr viel Utility mit ihrer Ultimate mitbringt. Ziemlich, ziemlich strong ist. Würde ich auch in S-Tier oder sehr High A-Tier platzieren, aber höchstwahrscheinlich sogar S-Tier auch wieder, weil sie auch sehr stark ist. Junkerqueen würde ich in B-Tier platzieren. Weil sie leider nicht viel Peel für das eigene Team mitbringt, sondern eher so gut zum Reinpushen ist und nur in bestimmten
Combos gut funktionieren kann. Deswegen wäre sie hier für mich ein B-Tier. Genau. Das war's dann auch schon mit dieser Tierlist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir Bescheid, was ihr an dieser Tierlist vielleicht ändern würdet. Ich denke aber, overall sollte unsere Tierlist sich ähneln. Vielleicht so die ein oder andere kleine Sache wird halt ein bisschen angepasst werden oder bei euch halt anders sein. Aber so im Großen und Ganzen sollte sie wirklich ähnlich sein. Ja, genau, das war's noch schon. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, es würde mir wirklich sehr helfen. Wir sind gerade auf einem sehr guten Weg in Richtung 800 Abonnenten. Und ja, dann ist es auch schon nicht mehr so weit zu den 1000 Abonnenten. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für jeden einzelnen von euch. Es macht mir wirklich super Spaß, für euch diesen Content zu machen. Und ja, ich bin sehr hyped auf die Zukunft. Es wird noch einiges Cooles auf uns zukommen. Deswegen wünsche ich euch noch weiterhin sehr, sehr viel Spaß und bis zum nächsten Mal und ciao.